Hallo meine lieben Märchenfreunde. Heute zum 10. Juni habe ich eine ganz kurze Geschichte aus Indien für euch. Da lohnt sich nicht mal ein Schluck Märchenerzähltee, sondern gleich die Geschichte. Der bestrafte Zwiebeldieb. In einer Stadt ward ein Mann ergriffen, der Zwiebeln gestohlen hatte. Man führte ihn gefesselt ins Königsschloss. Die Richter sagten zu ihm: Guter Mann, entweder zahlst du 100 Taler Strafe oder du erhältst 100 Peitschenhiebe oder du verzehrst 100 Zwiebeln. Anders kommst du uns nicht los. Der Dieb war einfältig und sagte darum: Ich will die Zwiebeln essen, sprach's und machte sich ans Werk. Als er aber 7 oder 8 Bündel Zwiebeln verzehrt hatte, trieb ihm deren Schärfe das Wasser aus den Augen und aus der Nasenspitze. Schaum stellte sich ein und erfüllte ihm den ganzen Mund, und er rief: Ich kann sie nicht aufessen, 100 Taler aber kann ich auch nicht zahlen, so will ich dann lieber die 100 Peitschenhiebe ertragen. Als ihn aber eine Anzahl Peitschenhiebe getroffen hatten, rief er laut: Auch die kann ich nicht aushalten, ich will die 100 Taler mit Zinsen zahlen, schlagt mich nur nicht tot. So musste er nicht nur das Gelächter der Leute über sich ergehen lassen, sondern hatte außerdem noch körperliche Pein erduldet. Heute, wenn euch das Märchen gefallen hat, gebt mir ein Like, schreibt hier unten etwas in die Kommentare und abonniert meinen Kanal. Habt es gut, bis zum nächsten Mal und verliert nie euren Zauber. Musik